Yo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sally-Willisten. Willkommen zurück zu GTA 5 Online und es ist der Wahnsinn, den RC Bandito kann man immer noch selber modden bzw. merchen. Ich zeige euch gerne noch einmal, wie der funktioniert, aber krass, wie lange dieser Glitch besteht. Was braucht ihr dafür? Natürlich ein RC Bandito und ein Fahrzeug mit den ganzen Teilen, welchen ihr auf das RC übertragen möchtet, egal ob Benny-Felgen oder F1 Felgen, whatever. Dann braucht ihr noch einen Job von Simeon oder Gerald oder Ron, whatever. Und dann können wir auch schon loslegen. Wenn ihr jetzt einen Job habt, dann steigt jetzt einfach nur in das Fahrzeug ein, welches die Mods hat, also Benny oder F1 Reifen, und fahrt dann damit ganz einfach nur in die Tuning Werkstatt. By the way, welche Sitzung ihr seid, ist vollkommen egal. Bei den einen geht es in der Einladungssitzung, bei den anderen halt in der öffentlichen. Wenn ihr dann in der Tuning-Werkstatt seid, geht ihr jetzt einfach nur auf Fahrzeug verlassen. Dann geht ihr zum RC Bandito. Ihr könnt es in der Ego-Perspektive machen oder nicht, das ist euch überlassen. Wenn ihr am RC Bandito seid, holt jetzt einfach nur den Job von Simeon, Ron oder Gerald raus, egal welchen. Und jetzt drückt ihr die Optionstaste und haltet diese gedrückt. Jetzt müsst ihr die Optionstaste loslassen, also die Pausentaste, und sofort X drücken, also loslassen X. Dann öffnet sich euer Pausenmenü und ihr solltet dann im Hintergrund ein Klicken gehört haben. Habt ihr das Klicken nicht gehört, dann müsst ihr es halt eben noch einmal machen. Habt ihr das Klicken gehört, dann startet ihr jetzt ganz einfach nur einen Job für einen Titan. Wenn ihr dann dort im Jobmenü seid, müsst ihr jetzt nichts weiter tun als den Job verlassen und dann, sobald ihr die Beendenmeldung bestätigt, fangt ihr an, Steuerkreuz nach rechts zu spammen. Und dann werdet ihr wieder in der Arena-Werkstatt landen, ihr werdet ganz kurz euren RC Bandito sehen und dann in den anderen Job gezogen. Wenn ihr diesen Job dann verlassen tut, dann werdet ihr sehen, euer RC Bandito hat die Mods übernommen. Es ist aber so, es funktioniert nicht immer beim ersten Mal, ihr könnt eventuell ein paar Versuche gebrauchen. Denkt aber daran, sobald ein Versuch gefailt hat, steigt ins Auto doch mal ein, ändert eine Kleinigkeit an dem Fahrzeug und dann macht den Glitch nochmal. Aber wie gesagt, es kann nicht immer beim ersten Mal funktionieren. Habt ein bisschen Geduld und dann klappt es. Wenn dann euer Fahrzeug oder euer RC Bandito die Mods übernommen hat, müsst ihr dort nur noch eine Kleinigkeit an dem RC Bandito ändern und es ist dann gespeichert. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Und wenn ihr richtig krass drauf seid, zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet auch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.